Nun, das hört sich mal vertrauenserregend an. Die Tür ausgeschlossen. Okay. Spiel! Oh shit. Oh, kommt schon. Oh, kommt schon. Zwei. Zwei. Nee, voll nicht lustig. Oh, und sie kommen auch noch von zwei Seiten. Oh, voll nicht lustig. Schüttel, schüttel. Nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, sie kommt von vorne. Oh. Wartet. Ah. Nimm das. Und das. Okay, ich hab die erste. Komm, komm, komm. Ja, ihr wollt mich, ihr wollt mich. Das war kein Fatal Frame. Oh nee, nicht in der Wand. Nicht in. Na komm schon, nicht in der. Nee, Mann! Verdammt! Komm schon, verschwinde aus der Wand, verschwinde! Naja, geht schon. Komm schon. Ja, du willst mich? Komm, komm, komm! Nimm das! Und das! Alter, voll nicht lustig. Alter, voll nicht lustig. Oh, scheiße, es ist der Raum. Wo ist das? Das sind so viele Bücher. Oh, scheiße, es ist der Raum. Fick dich. Ihr gebt mir zwei Geister in so einem engen Raum. Mann, leck mich. Das ist voll nicht cool. Gut, es waren einfache Geister. Nichtsdestotrotz. Hab mich trotzdem erwischt. Mist. Wie viele Punkte habe ich? 80.000. Oh yeah. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen. Oh Gott, in den Bücherraum. Na, das. Nee, ich speicher. Oh, wow, 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 wow. Wow. Hab dich! Speichern. Ich will speichern. Will ich was haben? Gib mir. Oh, fuck! Gib mir jetzt drei. Jetzt sehe ich es erst. Nicht nur unsere Kamera hat sich verändert, wir haben auch. Oh, Schande. Ja, auch meine. Auch meine. Gegenstände, also wenn ich Kräutermedizin als Ruka sammle, dann kriege ich sie nicht hier. Ja, was logisch ist, ist schon klar, aber oh. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe und ein paar gekauft habe. Das hätte böse enden können. Okay, da rein. Blöde Maske. Okay, fein da. Oh Junge. Okay, erstmal ein bisschen. Ist hier irgendwas? Anscheinend nicht. Wirklich? Na gut.
Okay, mal sehen. Was haben wir hier? Könnt ihr mit dieser Musik aufhören? Ich nehme an, ich muss die Puppe nicht nochmal. Okay, passt. Was haben wir hier? Ihr gebt mir auffallend viele rote Kristalle. Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Eine Pressure Lens. Okay, was macht die? Wir werden sie mal anlegen. Aha, okay. Logischerweise drückt sie den Geist zurück. Das sieht auch überhaupt nicht komisch aus. Ja, ich meine das hier. Okay, hier ist keiner. Bleibt nur der Spiegel. Wow! Komm schon. Wow, 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 wow. Du bist ja ein angreifender Geist. Hi, du. Ja, und? Denn das? 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 Bis den letzten habe ich versäumt. Ja, toll. Wow! Nee, 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 nee! Ah, daneben! Ich habe aber auch nicht getroffen. Wow! Lass los, lass los, lass los, lass... Komm schon, lass... Verdammt noch mal los! Komm! 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 Wo? Wo, 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 wo? Okay, wartet. Ich bin fast tot. Wo? Komm! Komm! Verdammt! Okay, komm her! Komm, 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 ja? Nimm das! Puh. Was für ein Arschloch! Oh. Okay, wir haben ein... Ja, ich... Ich meine, es ist nett, dass es mir das anzeigt, aber ja. Ich habe irgendwie schon kapiert, wo ich den Schlüssel benutzen muss. Wow. Hab dich. Und? Hi, du. Maskenfragment. Linkes Auge. Ja. Okay. Okay. Ja, ich hab's nur überflogen jetzt. Was ist mit dem komischen Kamera? Ding. So. Ich glaube, ich brauche einen neuen Knopf für mein V-Mode-Dingsbums. V-Mode-Schütteln. Nein.
Die Richtung. Hallo? Denn es wird nicht immer registriert, was ich schon bemerkt habe. Wahrscheinlich muss ich den R3-Stick ziemlich direkt reindrücken und ich verdrücke mich manchmal, was problematisch werden kann. Nehme ich jetzt an. Hi! Hi! Es geht hier ab. Was ist das da? Ich sah eine Vision der Vergangenheit. Bom, bom, bom. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, wir wollen speichern. Ich traue dir nicht mehr, Spiel. Und ich werde mir... Ja, ich bin feige. Komm, gib mir. 2. Ich will ein bisschen... ein paar Punkte überlassen. Ich will nicht so paranoid wirken, aber... ich weiß, wie Project Zero-Spiele ablaufen und... wenn man auf die späteren... Oh, fick dich! Wenn man auf die späteren Nächte nicht wirklich vor... ich sag Nächte, weil, ja... wenn man auf die späteren Kapitel nicht wirklich vorbereitet ist, dann wird einen das Spiel ziemlich ficken. Ah, ja, na klar. Wow. Oh, scheiße, es ist ein Angreifer. Komm schon, lass mich los. Nimm das. Und das. Wie habe ich verfehlt? Wo? Ah, da. Oh! Ja, komm, komm. Hab mich schon wieder getroffen, verdammt. Was ist jetzt? 207. Ist Ayakos Zimmer. Und das kann nichts Gutes heißen. Cool. Gib mir ja keine zwei Geister wieder hier sonst. Okay. Ich habe den Schlüssel benutzt. Ja. Oh Junge. Okay. Was haben wir hier? Madokas Tagebuch. 9. August, Abend. Es ist Schlafenszeit, aber ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Es ist dunkel, ich kann mein Gesicht sehen im Fenster. Wenn ich mein Gesicht im Fenster sehe, sieht es komisch aus. Meine Augen sehen komisch aus. Meine Nase sieht komisch aus. Mein Mund sieht komisch aus. Mein Kopf fühlt sich komisch an.
Ich will Ayako loswerden. Aber ich fühle, als würde ich etwas verlieren. Deshalb hoffe ich, dass ich heute Abend schlafen kann. Was ist hier noch? Was haben wir hier? Typ 61 Film. Was nehme ich? Was ist hier noch? Was kann man hier anschauen? Ich werde noch nicht in den offensichtlichen Raum der Offensichtlichkeit gehen. Liebe Madoka, wie geht es dir? Hast du dich für einen Namen für den Kanarienvogel, den ich dir gegeben habe, entschieden? Es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit allein lasse, aber ich denke immer an dich. Nimm die Wachsmalstifte, du malst doch so gerne. Es wird dich sicher glücklich machen. Dem Doktor wird es auch gefallen. Er sagt, dass es dir hilft, wenn du malst. Also bitte male. Ich denke, es ist sehr furchterregend, dass du so viele Dinge vergessen hast. Aber Madoka, du bist von der Tsukimori-Familie und der Mond wird dich immer beschützen. Deswegen sagt sie, der Mond wird dich immer beschützen, weil Tsuki bedeutet Mond im Japanischen, was ich so weiß. Deswegen. Also gibt es keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Tu, was der Doktor dir sagt und sei ein gutes Mädchen für deine Mutter. Ich komme dich bald besuchen in Liebe, deine Mutter. Yay, Mami. Pleasure. Damit kann ich wahrscheinlich, die Lebenspunkte der Geister sehen. Was hilfreich ist. Wow! Wieso sitzt du hier einfach? Kann ich? Ich komme gleich zu dir. Gib mir. Ja. Das ist gut. Hey, gib mir. Okay. Nochmal. Wirklich. Okay. Hi. Wolltest du ihr gerade in die Brust fassen? Ich meine, niedlich! Was ist das? 19. Juli, heutiger Report. Es geht um Ayako von Zimmer 207. Schon wieder. Um 3 Uhr am Nachmittag hörte ich Madoka weinen und bin zu ihr gerannt. Ihr Kanarienvogel wurde der Kopf mit einer Schere abgeschnitten. Ayako stand da und hielt die blutige Schere. Es war offensichtlich, dass sie es getan hat. Sie hat nur gelacht, obwohl sie ausgeschimpft wurde. Es scheint, als hätte sie kein schlechtes Gewissen darüber. Es geht zu weit mit ihr. Sie weiß nicht, was richtig und falsch ist. Und ich beginne mir Sorgen zu machen um Madoka. Dass sie, dass Ayaka einen schlechten Einfluss auf sie und die anderen Kinder hat. Wir haben kein wirkungsvolles Heilmittel für sie gefunden. Also kein wirkungsvolles Heilmittel für sie. Okay, also Ayako ist ziemlich im Arsch. Böse. Was sehe ich hier noch? Hier? Wo? Hier? Ja. Oh shit. Hinter dir. Was war das? Böse Geisterschlampe. Wow! Und ich hab sie nicht bekommen. Kann ich sie noch kriegen? Nein. Verdammt.
Will ich nochmal da rein? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir. Wow! Gut reagiert. Die Schwester geht mir schon langsam auf die Eier. Okay. Okay, will ich wirklich in Ayakos Zimmer? Wow! Oh, ich habe nochmal Punkte dafür bekommen. Cool. Sie hat die Schwester an ihren Haaren da reingeschleppt? Oh, Junge. Die ist ja reizend. Na toll. Wow, was zur Hölle? Oh, shit. Nein, ernsthaft! Was zur Hölle? Gib! Ups! Was zur Hölle? Gib! Gib mir! Wow! Was ist los? Danke, das war nett! Oh, was ist jetzt? Was ist? Was ist? Oh shit. Das ist so keine gute Idee. Das ist so voll keine gute Idee. Oh fuck you. Hey, lang. Geisterschlampe. Wow! Wow, 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 wow! Hi, du! Hab dich! Hab dich! Oh, yeah! Vierfacher Combo, nimm das. Hi. Und du bist? Anata. Du? Dare nano? Wow. Wow. Vasureta. Wisst ihr, mit nur ein paar simplen Änderungen könnte man ein gutes Hentai-Spiel daraus machen. Ich meine ja nur. Es wäre ein guter Vorschlag für den fünften Teil. Okay, aber wir haben ein ganzes Kapitel geschafft. Und ich würde sagen, wir beenden das für heute. Wir werden es... Nein, wir... Ich werde nicht weiter drücken, denn ich will... nächste Kapitel soll Überraschung werden. Auch für mich. Deshalb werden wir Schluss machen für heute. Ich würde sagen, ich bin der Mental Force. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.